Während sich Maxl nach einer x-ten Runde Jägermeister plötzlich in einen Roboter verwandelt, einen biertrinkenden Roboter versteht sich, vergnügen sich Ramona und Erhard auf einem Barhocker. Sie f***en schon wieder! Jetzt wisst ihr, wieso sie ein Zipp-Lokalverbot habt. Wir stehen dazu. Ist raus, Kinder. Das eigene Scheiß. Nicht in die Griff. Ja, dann lass mich einmal hin! Na, dann komm! Servus, ja, komm her! Und jetzt? Soll er helfen? Die Baby-Anaconda! Ja, er hilft dir. Komm her! Und noch bevor Maxls Hose ganz offen ist, passiert es. Geh nicht auf! Geh nicht auf! Was ist? Du bist ein Drecksäule. Ich kann nicht wissen, ob wir es. Ist schon fertig? Ja? Du bist ein Drecksäule. Ich hab lachen müssen. Scheiß auf Lachen. Du bist ein Wahr, Alter. Nein, da reicht's mich. Nein, mir hat schon ein bisschen Braust, aber bumm. Mein Magerl ist halt nicht das Beste und ich bin ein bisschen empfindlich, aber ja. Ist okay, der Maxl. Ist der Maxl. Ich hab was Zeit und ich muss Niesen zurückhalten. Und er hat und dann am Niesen müssen und hab ihm halt kurz auf die Hand gespuckt. Und dann darf er nicht so eng sein. Nein, das geht nicht, oder? Er kann mich nicht annissen, oder? Und dann nichts sagen. Er hat sich nicht entschuldigt und dann gesagt, ja, passt, machen wir so. Nein, das geht nicht. Er muss mich annissen. Ja, okay. Kann man nicht alles zum Guten. Ja, du bist doch riesig, Alter. Du Tottel, ich muss lachen. Und jetzt, Pusten. Ja, fertig. Fertig. Komm, fertig. Ja, Pusten. Kann man das wegschmeißen? Kann man das wegschmeißen, bitte? Danke. Ich schmeiß mich gleich an, Alter. Das ist aber grausig eigentlich. Soll ich den Krieg passen? Nein, ich mag das. Nein, ich mag das, oder? Okay. Ja, danke. Wow. Danke. Erst können wir dann bald die Wohnung anschauen, weil ja, okay. Lass uns einmal austrinken, da fallen ja. Zurück im Beisel zur Caro. Mit Bier und Jägermeister bis zum Abwinken angefüllt, verliert Ramona langsam den Nerv. Sie möchte unbedingt schon Maxls neue Wohnung sehen. Was ist jetzt mit deiner Hohlenwohnung, oder? Gehen wir jetzt. Ja, und jetzt fahren wir jetzt den Tito Vollkoffer. Ja, dann fahren wir. Ich bin halt der Meinung, jetzt sollte man bald aufbrechen, weil sonst kriegen wir gar nichts mehr mit von Maxl seiner Wohnung. Also, es wird Zeit, dass wir gehen, glaube ich. Ja, aufbruch, dann sofort aufbruch. Wir müssen sofort gehen, ich will die Wohnung sehen. Ich bin schon neugierig, wenn sie im fünften Stock aufgekrochen. Die zwei Idioten, die renne ich auf einen Fuß, hüpfe ich die auf. Prima. Bist du deppert? Ich glaube, ich bin in Dumbo. Bist du deppert? Ich glaube, ich habe ein Walrus um. Nein, deppert sein, du Idiot. Du hast einen Schmetterling. Hey, Leute, hallo, wo gehen wir hin? Ja, den Schmetterling. Hallo. Hey, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Hallo, wo gehen wir hin? Ja, super! Ja, dann lass ihn runter! Magst du mich? Ich hab gerne einen Schmetterling auf dem Steißbein. Lass ihn runter, oder? Ich hab einen Schmetterling am Steißbein. Der macht mich scharf. Das ist unglaublich. Hallo, kann ich dir Ramona tragen? Kann ich was? Oder? Das ist urschwul, oder? Der Max ist ein Idiot. Das ist echt schwul, oder? Ja, du Idiot. Der hat mich getragen und lässt mich Barhut fallen. Was willst du von dem? Nein, das ist ein Idiot. Brauchen wir gar nicht reden drüber. Super. Das sind die Idioten. Ich freue mich. Max, ich sehe deine Wohnung. Yeah. Das ist ein Trottel. Nein, ich steck dich in die Miski, wenn du Idiot. Du hast mich fallen lassen. Ja. Weiß, wurscht ist. Was du sagst, bist. Weiß, wurscht ist jetzt ja, Alter. Was die drei den ganzen Abend wirklich unterschätzt haben, sind die 5 Stockwerke, die sie in ihrer Lustigkeit zu Maxls Wohnung hinaufsteigen müssen. Kann ich machen. Der Traum, der Stock.
Und ich krieg jetzt keine Luft mehr. Hallo, Max Lohmann. Ja, da geht's um was. Erst Maxl. Ja, scheiß aufs Zahnraum, auch gemütlich. Maxl. Das ist leider. Was ist denn das da, Alter? Also, die Wohnung ist ein Wahnsinn. Für Frauen, also, wenn er da eine einlädt, die rennen ihm davor. Das ist ein Horror. Und während Erhard durchaus Gefallen an Maxls vier Wänden findet, schaut sich Ramona etwas genauer um und kommt zu ihrem fatalen Urteil. Die Wohnung ist eindeutig nur für einen Mann ausgerichtet. Da kein Kerzen. Nein, also ein bisschen. Das Lovely-mäßiges. Das passt so. Nein, der will eine alte kennenlernen. Mit was? Mit dem Scheißdreck? Und? Nein, nie im Leben. Die Weiber, die er kennengelernt, mit dem Scheißdreck, das sind die Besten. Das sind die Besten. Da gehören Kerzen, ein bisschen dezent und ein bisschen, weiß ich nicht. Das schlecht. Dekoriert? Nein, der Kuhmaxl. Nicht besser. Was ist das? Ich geh mit dir einkaufen. Was ist das eigentlich, oder? Hirschdreck, wenn die harte Haut. Ja, genau. Und so findet der Weber. Mit der harten Haut auf die Füße. Hol er da raus. Aber tschüss. Nein, es hat sich die Idioten. Ist das 12? Da gehört ein bisschen was auf gemütlich gemacht und. Weiß ich nicht. Das ist ein Wahnsinn. Magst du nicht besser, es ist Leben und das gefällt mir, weil ich der Haverer bin. Aber für eine Frau ist das. Du bist der Haverin. Ja, aber für eine Frau ist das nicht antörnend. Ja, und? Auf was soll ich schon machen? Jägermeister Dirkle. Ja, und ich bin Singli. Ja, aber du willst ja unbedingt mit ihm kennenlernen. Singli. Singli. Da brauchst du Kerzen zum Anziehen, auf romantisch irgendwas. Ja, na, dann kauf ein bisschen was. Ja, machen wir von mir. Also ich geh mit dir, aber das ist ein Wahnsinn. Ja, und Ramona hat gesagt zu mir, dass man da in der Arschlochwohnung helfen kann, irgendwas zu herrichten, das weiberfreundlich wird und so. Bin wirklich ein bisschen falsch gefahren mit den Sachen, was ich aufgehängt hab. Weil der Fußballfan auf österreichisch, auf Rapidler Sachen, ja. Sie wird mir sicher irgendwann helfen, irgendwo, dass man was einkaufen kann, ein paar. So Accessoires oder wie der Scheißdreck heißt. Ja, sollst du was zu saufen? Nein, ich hab gar nichts zum Saufen. Na, dann müssen wir gehen, oder? Ja, dann schleicht ohne das Saufen müssen wir gehen, oder? Ich möchte mich eh schon niederlegen. Ich bin eh schon bummvoll und das passt schon. Ach so, alles klar. Ja, ja, dann rufen wir sie zusammen, oder was? Ja, machen wir, das halt mal. Ja. Weiter ewig danken. Ja, natürlich. Na, dicke. Sag nicht dicke zu mir, sonst hast du einen Haken. Ah! Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen schauen, dass wir einen weiblichen Touch reinkriegen in die Wohnung. Also ein bisschen was Nettes zur Dekoration und auf jeden Fall kehrt zusammenkommt. Das ist ein Wahnsinn. Schleicht euch jetzt da endlich, ihr Idioten. Ja, na komm, ja, Hartl, geh mal. Der Max muss schlafen gehen. Ich nehme einen Socken von ihm mit, weil. Wer stinken tut? Ja, da weiß ich eh. Ah! Du willst das gehen heute auf deiner. Na fix. Auf deiner Maxl, sehen Sie, pass auf, ich denke mir was aus, was wir machen können, sportlich und du Trottel, nein, du kannst nicht. Drinnen zucken. Nein, den Zocken habe ich da schon in die Dusche gehabt. Ich weiß nicht, das ist. Ich denke mir was aus wegen der Wohnung und wir werden sportlich und wir sehen Sie. Geh schlafen. Warte, Hund, du. Mach dich Sport. Maxi, Papa.